Kapitel 24. Tag 6. Shushao Wisperwind, ihr dürft euren ersten Zeugen aufrufen. Danke, Fashoa. Ich rufe Gakorg, ehemaliges Mitglied der Korkron in den Zeugenstand. Es gab nicht mehr viele Korkron. Die meisten von ihnen hatten sich auf Garrosh Seite gestellt und sogar Ruels Truppen angegriffen, als diese auf den Echo-Inseln eintrafen. Vol'jin hatte noch keine neue Leibwache gewählt, als Bane vermutete, dass mehr als nur ein paar Trolle unter ihren Mitgliedern sein würden, wenn es soweit wäre. Die Handvoll Korkron, die noch am Leben waren, befanden sich in Gefängnissen mit einer einzigen Ausnahme, Gakorg. Er war schon früher übergelaufen, noch vor der Entdeckung Pandarias, weshalb ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt worden war. Doch der listige Ork hatte es geschafft, im Verborgenen zu bleiben. Er war jünger, als Bane ihn sich vorgestellt hatte, und wie üblich für einen Korkron war er von beeindruckender Gestalt. Seine Haut tiefgrün, fast smaragdfarben. Er humpelte, als er zum Zeugenstand ging, um seinen Eid abzulegen. Bitte nennt euren Namen und euren Rang, bat Tyrande. Ich bin Gakorg. Ich war, wie ihr schon sagtet, ein Mitglied der Korkron. Ich diente einst unter Kriegshäuptling Trall und später auch unter Garrosh-Hellschrei. Nur wenige, die einst dienten, haben lange überlebt, sinnierte Tyrande. Bei allem Respekt, ich protestiere, rief Bane. Ich stimme dem Verteidiger zu, sagte Taran zu. Bitte stellt eure Fragen ohne persönlichen Kommentar, Shushao. Wann habt ihr Garrosh-Dienste verlassen? Fuhr Tyrande fort. Kurz nach Garrosh ersten Kriegszug, um den Kontinent Kalimdor zu erobern. Danke, Chromi, die Vision bitte. Der Metalldrache auf der Vision der Zeit erwachte unter Chromis sanft auffordernden Handbewegungen zum Leben. Und in der Mitte des Raumes erschien der Gokak der Vergangenheit. Mit einem ausgebeulten, blutbefleckten Sack über der Schulter näherte er sich einer der vielen baufälligen Metallhütten, die das Gelände des Wildschwasserhafens übersäten. Der Boden der Hütte war mit Stroh ausgelegt und in ihr befanden sich Gefangene. Zunächst schliefen sie noch, aber als die Tür geöffnet wurde, erwachten sie. Es waren insgesamt vier, jeder mit einer dicken Kette am rechten Vorderbein gefesselt. Sie gähnten, rieben sich mit den Knöcheln den Schlaf aus ihren großen braunen Augen und murmelten neugierig. Ihre Gesichter waren größer als die eines erwachsenen Menschen, aber klein nach den Maßstäben ihrer Art. Langes, dichtes Haar fiel in schwarzen und braunen und grauen Löckchen über ihren Rücken. Sie hatten nur die primitivsten Tierhäute als Kleidung. Und als sie zu schnüffeln begannen und erkannten, was Gokhag auf der Schulter trug, begannen sie aufgeregt in die Hände zu klatschen und freudige Geräusche von sich zu geben. Ihre kleinen Schwänze peitschten hin und her. Ihre schweren Füße stampften auf den Boden. Es waren Magnataron-Jungen. So ist recht, ihr Kleinen, ermunterte Gokhag sie. Macht nur ordentlich Lärm, damit eure Eltern euch hören können. Zog einen Brocken triefenden Fleisches aus dem Sack und die Jungen wurden ganz wild. Eines von ihnen stieß ein gurgelndes Lachen hervor, die anderen heulten vor Hunger und Tränen glänzten auf ihren runden Wangen, als sie die Hände ausstreckten. Das Abbild von Gakorg musterte sie kurz. Dann schüttelte er den Kopf und murmelte etwas Unverständliches. Er warf einem kleinen Weibchen das Stück Fleisch zu und es tänzelte, soweit ihm das mit seinem gefesselten Vorderbein möglich war. Dann ließ es sich auf den Boden fallen und begann, das gesüßte Fleisch zu verschlingen. Die anderen schrien nur noch lauter nach ihrer eigenen Portion und Gakorg tat ihnen den Gefallen. Bald schon kauten alle vier auf ihrem Essen herum. Vom Jüngsten, das kaum mehr als ein Baby war, bis zum Ältesten, einem Männchen, dem bereits die ersten Ansätze von Hauern seitlich aus dem Schädel sprossen. Hier anhalten, bitte, das Bild erstarrte. Wer und was sind diese Kreaturen? Wollte Tyrande wissen. Gakorgs Gesicht war grau vor Bedauern. Magnataron-Jungen, antwortete er. Garrosh entführte sie, um sie als Druckmittel einzusetzen und die Erwachsenen zum Kampf im Eschental zu zwingen. Wurden sie in irgendeiner Form gefoltert? Nein, sagte der Ork. Meine Aufgabe bestand darin, sie zu füttern und zu pflegen. Wann immer ihre Eltern Schwierigkeiten machten, brachte ich den Jungen besondere Leckerbissen, damit sie sehr plötzlich viel Lärm machten. Sie hatten eine Vorliebe für in Honig getränktes Fleisch. Die Erwachsenen wussten natürlich nicht, was geschah, und die Sorge machte sie kontrollierbar. Ich würde nie junge Folter, Nachtelfe.
Aber ihr habt euch um entführte Jungen gekümmert, sagte Tyrande, schlicht eine Tatsache feststellend. Gakok rieb sich das Gesicht. Ja, das habe ich, sagte er schwermütig. Haben die Erwachsenen in dieser Schlacht für die Horde gekämpft? Fragte Tyrande, obwohl Bane wusste, dass die Hohepriesterin sie mit eigenen Augen gesehen hatte. Das haben sie. Was ist mit ihnen geschehen? Sie wurden alle getötet, antwortete Gakok. Ihre Jungen wurden also zu Waisen, fuhr Tyrande fort. Die Erwachsenen sind gestorben, um ihren Teil der Abmachung einzuhalten. Welche Gegenleistung hatte Garrosh ihnen dafür versprochen? Er sagte den Magnatauren, er würde ihren Nachwuchs töten, falls sie nicht kämpften. Und wenn sie für die Horde kämpften, würde er ihre Jungen freilassen. Ich verstehe. Hat er sein Wort gehalten? Gakok antwortete nicht sofort, starrte zunächst nur auf das eingefrorene Bild der Jungen, das Blut um ihre Schnauzen, relativiert durch das unschuldige Vergnügen, mit dem sie sich über die Leckereien hermachten. Beantwortet die Frage bitte, hakte Tyrande nach. Gakok schüttelte sich. Ja und nein. Die Magnatauren, sie sind nicht die Schlauesten. Und Garrosh war sehr gerissen, was seine Wortwahl anging. Nun wandte er sich doch von der Vision ab und blickte aus zusammengekniffenen Augen zu Höllschrei hinüber. Es klang, als würde er die nächsten Worte förmlich ausspucken. Er hat die Jungen tatsächlich freigelassen, aber während die Magnatauren davon ausgingen, dass er sie nach Hause zurückbringen würde, befahl Garrosh, sie an den Gestaden von Ashara auszusetzen. Bane schloss die Augen. Er wagte es nicht, Garrosh anzusehen, aus Furcht, er könnte den Ork für diese neueste Grausamkeit körperlich angreifen. Aber sie konnten doch für sich sorgen, oder nicht? In Nordend hätten sie vielleicht überlebt, denn dort wussten sie, was sicher ist und was nicht, und sie hätten andere Erwachsene ihrer Art gefunden, doch man ließ sie am Strand der Trümmer frei. Und dort war es nicht sicher für sie. Es gibt Nager am Strand der Trümmer. Garkoks Stimme war hohl, und er sagte nichts weiter. Das war auch nicht nötig. Und was habt ihr getan, als ihr davon erfahren hattet? Ich legte meinen Wappenrock ab und tauchte unter, sagte er. Und ich war nicht der Einzige. Danke. Nun haben wir also einen weiteren Fall der Entführung und Ermordung von Kindern, für den Garrosh Höllschrei die Verantwortung trägt. Shushar Bluthof, euer Zeuge. Bane konnte noch immer nicht sprechen. Nicht einmal, um abzulehnen. Er winkte nur ab. Er hatte keine Fragen an Gakok. Und hätte er ihn doch angesprochen, hätte er ihm vermutlich nur seine Fahnenflucht gratuliert. Als Tyrande zu ihrem Platz ging und Gakok auf die Tribüne zurückkehrte, tauchte ein Schildwache auf und marschierte schnurstracks zu der Nachtelfe hinüber. Kurz unterhielten sie sich und Tyrande zog die Brauen nach oben. Sie wirkte ungläubig, aber dann sagte die Wache noch etwas und das schien sie zu überzeugen. »Shushau Whisperwind«, fragte Tyrande zu, »möchtet ihr die Neuigkeiten mit dem Gerecht teilen?« »Ein Moment, Fashua!« Die beiden Nachtelfen setzten ihre Unterhaltung in zischenden Flüsterton fort. Schließlich nickte Tyrande und die Schildwache eilte nach draußen. Die Anklägerin sammelte sich. Sie wirkte gleichzeitig überrascht, zufrieden und überwältigt. Und als sie sich mit einem sanften Rascheln ihrer Roben erhob, stand sie zunächst stumm hinter ihrem Tisch. Anstatt ihren nächsten Zeugen aufzurufen, wanderte ihr Blick über die Tribüne und dann hinüber zu den Himmlischen, als würde sie versuchen, sich zu einer Entscheidung durchzuringen. Bane war beunruhigt. Tyrande zeigte sich immer beherrscht und mit Selbstvertrauen, doch nun zeigte ihr ihre Miene stillen Triumph. Weißer zu, sagte sie schließlich. Ich möchte formell darum bitten, dass dieses Verfahren wegen Befangenheit als irreparabel beeinträchtigt betrachtet wird. Gemurmel brach überall in der Arena aus und Taranzu schlug auf seinen Gong. Zum ersten Mal, seit der Prozess begonnen hatte, beugte sich Garrosh zu Bane hinüber. Was bedeutet das? Kommt drauf an, warum sie das will. Entweder denkt sie, man wird euch begnadigen, was ich keinen Moment lang glaube, oder sie will neue Geschworene. Was bedeutet, ich werde ohne jeden Zweifel hingerichtet? Seine Stimme klang ruhig, fast gelangweilt, und Bane warf ihm einen scharfen Blick zu. Es gibt nur eine Handvoll Wesen, die ein neutrales Urteil über euch fällen können, und vier von ihnen sitzen gerade dort oben. Ich bleibe dabei. Bluthof antwortete nicht. Als das Raunen abgeebbt war, sagte Taranzu, Shushar Bluthof und Whisperwind, würdet ihr bitte mit euren Zeitberatern zum Podium vortreten? Als alle vier vor ihm standen, bedachte der Anführer der Shadowpan Tyrande mit einem irritierenden Blick.
Chromi, neben ihr wirkt ebenfalls alles andere als glücklich, wie Bane auffiel. Anklägerin, bitte, verratet mir, warum sollte ich die Verhandlungen wegen Befangenheit abbrechen? Ich habe etwas in Erfahrung gebracht. Etwas, von dem auch ihr wissen müsst, Shushao Bluthof. Shushao Bluthof steht als Verteidiger des Angeklagten in einem Interessenkonflikt. Ich glaube nicht, dass er seine Aufgabe unbefangen erledigen kann. Darum fordere ich, dass das Verfahren als ungültig erklärt wird und man einen neuen Verteidiger und neuen Geschworenen bestimmt. Shushao, brummte Taran zu, mit einer Mischung aus Ernst und Frustration. Wie ihr zweifelsohne wisst, ist es nahezu unmöglich, irgendjemanden zu finden, der den Angeklagten ohne jede Vorbehalte vertreten könnte, weder bei der Horde noch bei der Allianz oder sonst wo. Nun, das müsst ihr einfach, sagte Tyrande. Welcher Natur sind diese Beweise? Tyrande hatte nun wenigstens den Anstand, immerhin etwas Unbehagen dreinzublicken. Die mir soeben mitgeteilt wurde, ist ein Zeuge aufgetaucht, dessen Aussage kein sonderliches gutes Licht auf Shushao Bluthof wirfen wird, um es vorsichtig auszudrücken. Ich möchte seinen Ruf nicht unnötig beflecken, aber ich bin sicher, diese Informationen werden die Geschworenen so beeinflussen, dass sie kein gerechtes Urteil fällen können. Der Pandaren verschränkte die Pfote und musterte die Nachtelfe einen Moment lang. Ich würde euch nicht zum Feind haben wollen, Lady Tyrande. Ich bin froh, dass dem nicht so ist, Meister Zu. Und wer ist dieser Überraschungszeuge? Es wäre mir lieber... Verzeiht, fuhr Bane dazwischen. Aber im Moment ist mir herzlich egal, was ich lieber wäre, Shushao. Wer ist es? Taran Zu hob die Pfote. Ruhe bitte, Shushao Bluthof. Tyrande, jeder hier weiß, wie Bane zu Garrosh steht. Er ist sogar in seiner Eröffnungsrede auf eine mögliche Befangenheit eingegangen. Falls ihr Einwände dagegen habt, hättet ihr sie bereits da vorbringen müssen. Zu dieser Zeit hatte ich aber noch nicht diesen Zeugen, Shushao. Taran Zu schwieg einen Moment lang. Dann begann er endlich zu sprechen. Shushao Bluthof, es ist offensichtlich, was Shushao Whisperwind erreichen möchte. Ich habe mehr Vertrauen in die Himmlischen und ihre Fähigkeiten, ein gerechtes Urteil zu fällen, als sie. Aber ich möchte wissen, was ihr von all dem haltet. Es scheint, als wärt ihr derjenige, der hierdurch zu Schaden kommen könnte. Das war der Augenblick, erkannte Bane. Taran Zu würde natürlich die Entscheidung treffen, die er für richtig hielt. Das war sein Recht als Fashua. Aber er hat ihn nach seiner Meinung gefragt. Und der Tauron würde ihm weiter wahrheitsgemäß antworten. Er wusste, dass Tyrande nichts von alledem hier hätte tun müssen. Falls die Aussage dieses Zeugen wirklich so vernichtend war, wie sie glaubte, und er hatte keinen Grund an ihrer Selbstsicherheit zu zweifeln, dann hätte sie die Person einfach aufrufen und die Sache vor dem Gericht ausrollen können. Sie versuchte, ihm Respekt zu zollen und ihm vielleicht einen Gefallen zu tun. Es gab eine Zeit, da hätte ich es begrüßt, erklärte er. Von meiner Pflicht befreit zu werden, nachdem ich alles in meiner Macht Stehende getan habe. Die Ehrenmutter weiß, dass mir die Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Ich habe nicht um diese Bürde gebeten. Und ich bin sicher, wer immer dieser Zeuge ist, er wird die Heftigkeit meiner Gefühle dem Angeklagten gegenüber öffentlich machen. Ich mag nicht perfekt sein, aber dennoch bin ich die größte Hoffnung, die Garrosh Hillshrae hat. Ich wurde auserwählt, ihn zu verteidigen. Und ich werde ihn verteidigen. Welche persönlichen Risiken das auch immer bergen mag. Das ist meine Meinung, Meister Zu. Zu seiner Verwirrung wirkte Tyrande unglücklich, als sie ihn anblickte. Dann erklärte sie in aufrichtigem Tonfall: Ich glaube nicht, dass ihr versteht, welche Tragweite diese Aussage des Zeugen hat. Ich möchte euch nicht persönlich angreifen. Und doch tut ihr es. Ich muss. Sie hielt ihre Stimme gedämpft, aber die Leidenschaft ihrer Worte koch in jeder Silbe über. Ich werde alles tun, um meine Argumente zu bekräftigen. Und wenn das bedeutet, dass ich euch und euren Ruf opfern muss, Bane Bluthof, dann will ich auch das tun. Ich werde opfern, was immer und wen immer ich opfern muss. Bane sog tief den Atem ein und ließ ihn durch die Nüstern entweichen, während er sich zu voller Größe aufrichtete. Anschließend blickte er auf die Nachtelfe hinab und sagte mit ruhiger Stimme: Nur zu. Taran Zu, der sie beide beobachtet hatte, nickte. So sei es, Shushao. Es steht euch frei, euren Zorn aufzurufen. Auf Grundlage seiner Beweise kann der Angeklagte dann entscheiden, ob er Bane weiterhin als Shushao haben möchte. Tyrande schloss kurz die Augen. Bane Bluthof, was jetzt passiert, habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Danke, Fashua. Bevor Kairos zu seinem Platz zurückkehrte, griff er nach Banes Arm und flüsterte. Ich weiß, was sie gegen euch in der Hand hat. Leider habe ich keine Zeit, das Ganze durch eine Vision zu entkräften. Und mir will auf die Schnelle nichts einfallen, was wir tun können. Schon gut, erwiderte Bane stoisch.
Falls Krumi damit zu tun hat, wird Tarande nicht nur über diese Beweise reden, sondern sie auch zeigen. Ich werde darauf vertrauen, dass die Wahrheit für sich selbst spricht. Und ich akzeptiere die Konsequenzen. Ihr seid so idealistisch wie der junge Prinz, zischte Kairos frustriert. Bane staubte amüsiert. Man hat mir schon Schlimmeres genannt, meinte er. Dann ging er zu seinem Stuhl zurück. Garrosh beugte sich wieder vor und fragte, was ist passiert? Das Verfahren wird fortgesetzt, aber diesmal werdet ihr ein Urteil fällen dürfen. Ihr könnt mich als Verteidiger behalten oder mich ablehnen. In dem Fall wird Taranzu einen anderen Schuschau für euch benennen. Warum sollte ich euch loswerden wollen? Ihr macht meine letzten Tage auf dieser Welt immerhin unterhaltsam. Tyrande stellte sich neben dem Zeugenstuhl und nachdem sie eingeatmet hatte, verkündete sie, ich möchte die Anwesenden darauf hinweisen, dass der nächste Zeuge nur höchst widerwillig aussagen wird. Ich rufe Weitläufer Parrot Sturmhof in den Zeugenstand. In diesem Moment erkannte Bane, wie weit Tyrande Whisperwind wirklich zu gehen bereit war, um einen Schuldspruch zu erreichen.